Und damit willkommen zurück zu Pokémon Rot in der Nuzlocke Challenge. In der nächsten Aufnahme, wir befinden uns hier in Azuria City, wo wir jetzt gerade in der letzten Aufnahme der guten Misty ihren Orden abgenommen haben und unser Team ein bisschen gelevelt haben. Ihr seht es hier, alle Pokémon auf Level 20 und unser Visasamen sogar schon auf Level 22. Und ja, ich würde sagen, damit einfach mal munterfröhlich auf ins Geschehen. Ich bin mal kurz am gucken, ob es den hier auch schon gibt. In Pokémon Feuerrot und Blattgrün gibt es an dieser Stelle irgendwo einen Sonderbonbon. Den war, glaube ich, hier irgendwo. Ich habe 7 Felder von hier aus waren das immer. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, sieht nicht so aus. Doch, da ist er. Ha! Da hatte ich immer mal ein Feuerrot im, nicht Feuerrot, Blattgrün. Im Itemradar aufgespürt und seitdem ist das irgendwie so ein Klassiker von mir, dieses Ding mitzunehmen. Ach, verdammt, ich hätte hier nicht runterspringen dürfen. So, wieder hier, ne? Die super unfähige Polizei. Ihr seht hier den Polizisten vor der Tür, dann das Haus und direkt dahinter steht der Kriminelle, den der sucht. Aber nun gut, kleine Sekunde, ich hoffe, das Bild ruckelt jetzt nicht. Nicht allzu sehr. Ich musste einmal kurz den Aufnahmebalken vom Camtasia Recorder ein bisschen runterstellen, weil der war, ist ein bisschen ins Bild geragt. So. Da sieht man nochmal ganz stark wieder nach Team Rocket aus. Ja, ja, klar, er ist ein unschuldiger Passant, wer es kommt, wird selig. Was hat der gute Mann am Start? Ein Wachholle. Haben wir noch Smetbo an erster Stelle? Haben wir, ja, das ist ja mal super. Da geht das ja gleich mal richtig gut los. Ja, Karatischer gegen den Käferflug-Pokémon. That's my hero. Traumato. Was machen wir denn mal gegen Traumato? Alok ist Gift, ist empfindlich. Opulas ist Gift, ist empfindlich. Birdie. Birdie kann. Birdie kann zwar noch keine Flugattacke, was irgendwie an sich irgendwie etwas nervig ist, aber Birdie schläft. Oh Mann. Wow. Okay, ja, Birdie, so nicht. Sonst verreckt uns Birdie hier noch. Was wird blockiert? Silberblick von Alok wird blockiert. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Und wir sind nicht mehr blockiert. Das hat's ja gebracht. Und Traumato ist tot. Kevin besiegt Rocket. Ja, die Stunde TM. Bla bla bla. Das ist die TM-Schaufel. Das ist eine Bodenattacke. Die ist sogar sehr nützlich. Ich weiß tatsächlich auch schon, wer das lernt. Wir haben sowieso einiges an TMs. Die müssen wir echt mal sichten. Ah, ich glaube, wir haben gar keinen Platz mehr. Warte mal. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Mega Hieb, das ist cool. Ja, kann nur einer lernen. Dann bringen wir es ihm noch gleich mal bei. Ja, komm hier, Tackle weg. Hallo, ein Mega Hieb, das ist schön. So. Da haben wir sie doch. Stimmt, das erklärt auch, warum der Typ da geblieben ist. Ich habe mich immer dran, meine nämlich auch, dass mich zu erinnern, dass der Typ eigentlich immer verschwindet. So, Schaufler. Hä? Nidoking als Boden-Pokémon kann nicht Schaufler lernen. Das ist interessant. Okay, ich würde sagen, wir machen mal kurz ein bisschen was Organisatorisches. Und gehen einmal kurz in den Pokémon-Markt, verkaufen alles, was wir nicht mehr benötigen. Damit unser Beutel ein bisschen aufgeräumter ist, weil wir haben jetzt wieder einen vollen Beutel. Habt ihr ja eben gesehen. Nein, ich will kein Pokéball verkaufen. Verdammt, da war ich zu schnell. KP Plus. Ist an sich ganz nett, aber bringt nur was, wenn man reichlich was davon hat. Und das Zeug können wir uns eigentlich mit gar nicht leisten. So, und ein Nougat. Da klingelt die Kasse. Das ist fantastisch. So, einmal ins Pokémon Center, da uns ja unser Tauburger fast verreckt wäre im Kampf gegen ein Traumato, was an sich schon traurig genug ist. So, wir kommen gleich zur Pokémon-Pension und da würde ich ganz gerne jemanden
einlagern. Die Frage ist natürlich, wen? Die Frage ist, wer war hier wer? Charlie war, glaube ich, unser Ratzfratz. Gudarik war... Gudarik. Ach ja, Gudarik war unser Habitak, genau. Oder? Ja. Das war Habitak, genau. Den nehmen wir einmal kurz mit. Da haben wir halt ein Vogel-Pokémon-Backup, falls unser Tabora dann irgendwann mal ähnlich vor die Hunde geht. Ich muss allerdings einmal ganz kurz gleich Gudarik in Kampf schicken, um die Attacken zu ordnen. Weil, das ist ja, die Expansion hat ja immer die Eigenschaft von Pokémon neue Attacken lernen. Wird immer die oberste sozusagen vergessen und das wäre in Habitaks Fall gerade die einzige Attacke, die das Viech bitte behalten darf, nämlich Schnabel. Nur der Beute habe ich jetzt tatsächlich echt nicht so viel aufgeräumt. Ich muss vielleicht irgendwie in der nächsten Stadt mal die ganzen Dingens durchgehen. TMs, welche wir brauchen, also beibringen können, welche wir überhaupt nicht brauchen. Moment, ich glaube, wir sind auf einer neuen Route. Das überprüfe ich mal am besten mal, bevor uns ein Pokémon begegnet. Route 5, genau. 1, Vatania, 2, Diktas Höhle, ja, 3, 4 haben wir was gefangen, 24, 25. Das heißt, vor Bildshaus dürfen wir noch mal angeln. Sehr gut. Und hier dürfen wir auch wieder ein Pokémon mitnehmen, so uns denn eins begegnet, das wir noch nicht haben. Mankey! That's interesting. Oh Gott. So, Mankey, ein Kampf-Pokémon. Das wäre ja mal was. Wir haben ein Mankey. Das ist geil. Das ist richtig geil. Wie nennen wir es denn mal? Tompok. Tompok, das Mankey. Hat sich uns angeschlossen. Gefällt mir sehr. Denn dann hat unser Team schon mal 5 Teilnehmer. So, Gudarik da. Tschüss. Ja, kümmere dich bitte gut um Gudarik. Das ist schön, das kann ich nämlich nicht alleine. So, Tompok ist immer schon mal Level 12. Das ist cool. Was kann er? Kratzer Silberblicke. Das ist nicht so cool. Das müssen wir ändern. Genau, Opulas hat erstmal Pause. 22, 20, 20, 20, 12. Hoppala, da bin ich irgendwie versehentlich in diesen Durchgang nach Safronia City gerutscht. Wo er diese Agro-Wache sitzt. Ihr erinnert euch, diese Wache, die Durst hat und deswegen niemanden durch die Tür lässt. So, kommen wir jetzt gerade in den Punkt und sehen, kann ich jetzt kurz das Organisatorische machen. TM 12. Aquaknarre. Kann ich jemand lernen? Nidoking? Wir haben kein Wasser-Pokémon, aber ich würde da lieber warten, bis wir ein Wasser-Pokémon gefangen haben. Bleibt auf jeden Fall erstmal im Beutel. Mondstein, Ether, das sowas, Helix-Fossil, sowas kann weg. Wirbelwind, nein, können wir verkaufen. Blubstrahl. Blubstrahl ist ziemlich geil. Geduld. Also 4 und 34 können weg. Habe ich eigentlich irgendwo einen Notizzettel? Dann kann ich mir das tatsächlich mal aufschreiben. Gerade im Moment, das ist sehr professionell. So ein bisschen Pen-and-Paper-Style jetzt hier. TM 4 und 34 können weg. Was ist denn 45? Donnerwelle. Brauchen wir Donnerwelle? Ist hier die Frage. Bewahre ich mal auf. Dann können wir aber auch Nidoking kurz Aquaknarre beibringen, wenn wir den noch Blubstrahl haben. Wenn wir Blubstrahl haben, können wir Aquaknarre ruhig verschleudern, weil Blubstrahl ist stärker. Ja, Silberblick von mir aus kann dann weg. So, PC von Kevin, hier bitte. Ablegen. So, Karte macht mir noch ganz Sinn zum Routen überprüfen. Sonderbonbon sparen wir auf. Ether brauchen wir erstmal nicht. Mondstein. Pokémon, die sich beim Mondstein entwickeln, haben wir keine gerade. Helix-Fossil.
TM4 konnte weg. TM11 wollten wir aufbewahren. TM34 kann weg. TM45 wird aufbewahrt. Das Bootsticket brauchen wir gleich. Okay. Gehen wir mal schnell in den Pokémon-Markt. Hoppala, da bin ich zu weit gelaufen. Ja, ciao. Ja, ciao. So, unnötige TMs verkauft. Können wir hier vielleicht einen Mankey trainieren? Ich weiß nicht, auf welchem Level die Gegner hier sind. Oh, Habitat. Nee, das ist gar nicht gut. Das ist wirklich viel EP, gibt das unser Mankey hier gerade irgendwie nicht. Retter, das kann er vielleicht selber machen. Oh Gott. Mankey kassiert ganz schön. Ja. So, Entschuldigung, da musste ich eine kleine Stelle mal kurz rausschneiden. Aber, ja. Verpasst habt ihr hier nichts. Ich stand nämlich nur rum und hab darauf gewartet, dass es weitergeht. So, ja, Mankey ist gerade gelevelt. Das ist hervorragend. Das darf es gerne tun. Ich versuche es mal noch weiter unserem Team anzugleichen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Mankey kann gerade nicht selber kämpfen. Zwecks stark reduzierter KP. Wäre ganz cool, wenn Mankey mal eine Kampfattacke könnte. Dafür trainieren wir es schließlich. Ich habe irgendwie nicht so viel Glück mit Mankey, wie er sich an die Pokémon Feuer Rot Nuzlocke Challenge erinnert. Du weißt, dass unser Mankey in dieser Challenge nicht so unbedingt lange gelebt hat. Ich weiß gar nicht, wie war das? Ist verreckt, ist 18 oder sowas, glaube ich, ne? Ah, ich hätte das Viech ganz gerne noch ein bisschen weiter trainiert. Aber es ist selbst noch zu schwach, um hier zu kämpfen. Ist gerade nochmal gelevelt. Sehr schön. Ja, ich muss das hier gerade noch mit Auswechseltraining machen, weil anders geht das nicht. Oh, Sekunde, irgendwie noch kurz ein Fenster zugemacht, weil irgendwie fährt wieder das Ghetto vom Fenster gerade vorbei. Ah, haben wir keine AP mehr für. Okay, versuchen wir es mal mit Aquaknarre. Geht auch. Pokémon, Alok, Giftstachel von mir aus. Ist auch was, weil Alok langsam auch ein bisschen angeschlagen ist. Okay. So. Ja, ja, ich nehme mein Pokémon Euro Obhut. Vielen Dank. Ja, ich kann ja mal gucken, ob wir die nächste Route vielleicht ein bisschen besser trainieren können. Ich meine, da gab es Raupis. Raupis sind ja immer so ein schöner Freekill zum Trainieren. Ah, verdammt, das ist eine Stelle, wo sich dieser Leertastengeschwindigkeitsbooster bitter rächt. So, jetzt nicht auf die Leertaste kommen. Jetzt. Mich einmal kurz muten, sonst hätte ich hier gerade professionell ins Mikro genießt. Elende Pollenallergie. Ich hasse es. Deswegen klinge ich vielleicht auch etwas nasal. Nicht wundern. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir auf einer neuen Route. Das wäre recht wichtig zu wissen. Wir fragen nochmal unsere Schaukarte. Schaukarte sagt Route 6. Neues Pokémon fangen ist hier erlaubt. So, hier haben wir einen Trainer. Was setzt ein? Hornio, Level 16. Schaffen wir das mit Mankey? Ist die spannende Frage. Sieht eigentlich ganz gut aus. Raupi, komm. Raupi werden wir ja wohl schaffen. Raupi ist ein Freekill. So. Tompok erreicht Level 15. Sehr schön. Ja, meine Kampfattacke, du hohe Frucht. Oh! Das hat ja gut funktioniert. Das lief sogar sehr gut. Mankey, Respekt.
Und es kann eine Kampfattacke. Das ist fantastisch. Aber der technisch hinterherhinken tut er immer noch. So, die Frage ist, begegnet uns hier A ein neues Pokémon? B. Na gut, das ist ein Taubsi, haben wir schon. Mankey, haben wir schon. Mirapla, haben wir Mirapla? Nee, ich aber nicht, ne? Okay, dann wäre Mirapla hier das auf dieser Route zu fangende Pokémon. Sehr schön. Pflanzen-Pokémon-Backup. Gefällt mir. So, Spezies Unkraut. Ja, das kennen wir schon. Und das heißt ganz klassisch, ich weiß nicht, ob irgendwer das Pokémon Feuerrot... Nee, gar nicht mal. Hat er das grün gemacht? Ich glaube... Nee, das Pokémon... Doch, das Pokémon Blattgrün. Let's Play vom YouTuber Pro Jared. Das ist ein Amerikaner. Der hatte so ein Mirapla, das hat er Naptap genannt und das war mit einem Naptap auf Doom, damit hat er alle zerstört. Seitdem nenne ich meine Mirapla immer Naptap. Müsst ihr nicht verstehen, aber für mich hat es eine gewisse Bedeutung. So. Wir trainieren weiter Mankey. Oh, ein 20er. 20er Shiggy, das ist knackig. Das machen wir hier mit unserem Opulas. Ich glaube, für Mankey wird so ein solcher Kampf doch noch etwas sehr gefährlich. Für unser Bisa-Knosp allerdings kein Problem. Das war doch recht einfach. Bis jetzt läuft die Nassau-Challenge echt gut, finde ich. Wir stehen kurz vor Ort Nummer 3, haben noch kein Pokémon verloren und haben auch noch reichlich Backup für den Fall, dass es tatsächlich mal so kommt. Das finde ich sehr gut. Ah ja, hier kommt Kampf. Normal-Pokémon, Mankey, da bist du doch in deinem Element. Hier ordnen wir die Attacken neu. Oh Gott, Hyperzahn. Oh Gott. Oh well. Ja, okay, Mankey doch nicht. Birdie. Das ist dieser Moment, wo Ratzfratze richtig penetrant werden. Ja, hier kommt Kiklop, mach mal. Okay, Mankey hat definitiv noch Training vor sich. Kiklop erreicht Level 21, hervorragend. Superschall. Ha. Ja, nennen wir Superschall. Verwirrung ist eigentlich immer ganz lustig. Aber ich behalte die drei Puder-Attacken. Nein! Ja! Kiklop hat Superschall nicht erlernt. So soll es auch sein, das hatte ich so geplant. Ja, ja, du hast es zu verlieren, heul doch. Einen Trank für Mankey und einen Trank für Birdie. Wir haben durch den Verkauf von Nugget und dem Kaffeefluss genug Geld, um uns zur Not mit neuen Tränken einzudecken, und zwar mit reichlich Tränken. Von daher mache ich mir an dieser Stelle wenig Sorgen. Oha! Ja, das ist Arschloch-Smetbo. Das kennt ihr, glaube ich, alle. Das beherrscht Schlafpuder, Giftpuder, Stachelspore und Superschall. Einfach also einfach alle vier Statusattacken, die Smetbo lernen kann. Nächstes Pokémon schläft Purdy. Kill. Tompok erhält DP, Alok erhält DP, Birdie erhält DP. Birdie erreicht auch Level 21. Cool, unser ganzes Team ist wieder angeglichen. Birdie lernt Wirbelwind. Lernt eine Flugattacke, verdammt. Also okay, Wirbelwind ist eine Flugattacke, aber lernt eine Flugattacke, mit der man kämpfen kann. Mensch, das ist doch nicht zu viel verlangt.